Tulpen sehen immer klasse aus. Also zumindest die ersten paar Stunden oder Tage, danach eher nicht mehr so. Mit den richtigen Pflegetipps könnt ihr das Verwelken hinauszögern und euch länger an diesen Frühlingsblumen erfreuen. Natürlich solltet ihr schon beim Kauf darauf achten, dass die Tulpen nicht bereits angeschlagen sind. Zu Hause macht ihr dann Folgendes. Schneidet die frischen Tulpen mit einem Messer an, damit sie das Wasser besser aufnehmen können. Benutzt dazu lieber keine Schere, denn damit könntet ihr Leitbahnen im Pflanzenstiel verletzen. Der Schnitt sollte gerade sein und nicht schräg wie bei den Rosen. Wählt eine eher hohe Vase, an der die Tulpen Halt finden. Eine niedere Vase würde dazu führen, dass die Tulpen schnell über den Rand hängen. Dies kann natürlich gewollt sein, man muss einfach wissen, dass damit die Tulpen auch schneller verwelken. Die Vase nur mit wenig Wasser füllen, dafür öfters mal nachgießen. Die Tulpen reinstellen und dann nicht neben die Obstschale stellen, denn so würden sie auch schneller welken. Um länger Freude an den Tulpen zu haben, empfiehlt es sich, die Blumen jeweils in einen kälteren Raum zu stellen oder über Nacht auch mal nach draußen, wenn es nicht zu kalt wird. Ich finde, Tulpen verleihen der Wohnung automatisch etwas Elegantes, nicht? Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch die Tricks weitergeholfen haben und teilt das Video mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!